and this is dubstep. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt auf dem Channel von Rylex LP. Wie ihr seht, spielen wir gerade Borderlands 2. An meiner Seite befindet sich natürlich wie immer der Haus. Hallo, hallo. Hallo. Und ein neues Gesicht, der Phoenix. Hi, Phoenix. Servus, Leute. Also, ihr hört Arriba, Arriba. Los geht's. Der Claptrap heute schon wieder rum, hey. So, Phoenix spielt einen Assassine, unser Haus, der spielt unseren Commander und ich spiele einen Supporter, die Sirene. Und ich muss, also ich muss erstmal gucken, wie es auch mit dem Sound so funktioniert. Schreibt es am besten in die Kommentare, ob wir da noch ein bisschen was rumstellen müssen, etc. Sehr gut, deine Fähigkeit, kurze Distanzen zu überwinden, ohne zu sterben, wird Handsome Jacks Untergang sein. Läuft bei ihm. Typ einfach. Ah. Bekannte Charme von Borderlands 2. Ja. Öffne dich! Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit! Man muss diese Bullymongs in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus! Alles klar. Oh, Moment. Es fängt schon wieder gut an. Looten! Loot! Was? Loot! Loot! Aber wir teilen uns die Loot ja nicht, gell? Ist ein bisschen scheiße. Aber das Geld kein Wert, glaube ich. Ja. Jack lädt alles, was er killt, hier ab. Banditen, Kammerjäger, Claptrap-Einheiten. Wenn sich das jetzt fröhlich anhört, dann nur, weil das meine Standardstimme ist. In Wirklichkeit bin ich sehr deprimiert. Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich. Zum Beispiel dieser Bullymog namens Knucklecracker hat alle getötet, die ich kannte. Wie auch immer. Ich habe eine Pistole in dem Schrank da drüben. Für Notfälle. Aber hier drin sind wir ja sicher. Ja. Läuft. So viel zur Sicherheit. Dein Auge! Ja. Die Knarre im Schrank. Hey, Waffen. Vor langer Zeit veränderten vier Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Oh, danke schön, danke schön. Von den entsetzlichen Schmerzen ist das, du bist dieser Held, ich bin der Held. Ich hab schon auf einen Kammerjäger gewartet, um mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein weißer Anführer sein und du, mein furchtloser Untertan und Handlanger. So, wenn dann alle Boxen geöffnet sind. So. Also ich habe schon zwei schöne Kanülen in der Hand. Wo hast du jetzt die Waffen her? Keine Ahnung, die hatte ich schon in der Hand. Was? Ja, ich habe zwei schöne... Hallo? Ich weiß nicht. Muss ich... Das ist unfair. Phoenix, guck dir das mal an. Ja, ich sehe es. Gib mal eine ab. Cheater. Die hatte ich in der Hand, hallo. Gut. Ich bin eine... Ich bin eine Lady, ich darf das. Kannst mich mal. Oh, alles Larry lootet. Da geht's ja weg. Kannst du mich ins Ei? Obwohl Knucklecracker mich geblendet hat, kenne ich mich auf diesem Glitcher aus. Jede Wette, wir finden ein Auge in Frostbite Crevasse. Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir, von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Die Munition, teilen wir die uns? Nee, eben nicht. Deswegen müssen wir nachher drauf achten, wer welchen Waffentyp nimmt. Und abhängig davon, wer welche Munition bekommt. Wir haben ja noch keine richtigen Waffen. Geht erstmal außer Deck Safe vielleicht. Easy going. Oh, da hinten kommen nochmal zwei. Die Hardcore Alien Skills aus. So. Wenn wir mein Auge nicht zurückkriegen, kommen wir nie nach Sanctuary.
erzählen, die spielen auch total liebisch die niedrige Gravitation. Ich hätte so dumm rumhüpfe. Ja. Ja, was haben wir hier? Guten. Ich muss sagen, der die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary. Du hast nur Widerstand gegen Jack. Dummi, ich muss. Oh. Ja, der ist da gerade schön geskippt und oben uns hochgesprungen. Wollen wir schon unbewahrt. Ich muss sagen, irgendwie, der Claptrap nervt mich gerade ein bisschen. Ach was. Gut so. Und jetzt bring mich hier weg, bevor noch mehr Bullymons kommen. Du bist immer noch da? Ich höre keine Bullymons mehr. So, dann holen wir den hier mal raus. Freund aller Freunde! Weiter! Hey, Kiddo, Jack hier, Präsident von IPO. Ich bin noch voll. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht auf, Kammerjäger sucht nach neuer Kammer, Kammerjäger wird gekillt. Von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Und öffne dich! Glückwunsch in der Mitgliedschaft im Premierclub. Ah, ja. Gut. Wo geht's hin? Was ist das denn? Ich glaube, ich habe einen Sniper schon, oder? Lass mal gucken. Ja, das sieht nach Sniper aus. Ja, dann gib die mal Phoenix ab. Wie kann ich die geben? Ich glaube, du kannst die droppen, oder? X halte, um zu tauschen. Aber wahrscheinlich tauschen wir dann die Charaktere. Nee. Nee. Malois nicht. Ah, okay. Moment. Dann haben wir alle schöne Waffen, außer ich. Danke. Tschüss. Dann ist alles in Ordnung. Bin beleidigt. Oh, mein Auge ist wieder an. Ich sehe einen taffen Untertan und einen unglaublich hübschen Roboter. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat. Kannst du noch anlegen? Ist ganz nah. Oh, oder nicht? Das wird wehtun. This is gonna hurt. Leute? Moment, ganz ruhig. Ganz ruhig. Nein, ich will... So will ich das haben. So, wo ist der Kleine? Ah, hier, direkt. Autsch. Ja. Zur Hälfte haben wir fast. Jo. Warte, wir gehen wieder in die andere Arena rüber. Wer Schaden bekommen hat, kann da hier noch. Ja. Jetzt aufladen. Und dann einmal hinterher. Oben auf dem Haus. Ja, Sniping. Lex Henke, wahrscheinlich um die Kleinen. Jawohl. Ich. Den Großen ein bisschen. Jo. Ablenk. Boah, ich teile so viel Schaden aus der Kiste. Oh, der hält ganz schön viel aus, der Typ. Ja gut, es ist ja ein Knuckle-Tracker. Ja, noch ein bisschen. Jawohl. Sehr schön. Oh, und ich entschuldige mich für das Wort Wandanusse. Ich sag so einiges, wenn ich Angst habe. Was? Bitte. Ach du Scheiße. Jetzt brauchen wir nur noch wen, der es mir wieder. Hier liegen zwei Pistols. Ich kann mir zwar denken, wie gerne du mir deine Faust ins Gesicht stecken würdest, aber Augen-OPs überlässt man besser den Profis. Mein Kumpel Hammerlock in Lyersboro kann mich reparieren. Hallo. Ich weiß. So. Lyersboro liegt auf der anderen Seite dieses Hyperion-Frachters. Wie wär's, wenn wir durch ihn durchgehen? Geht's schon weiter? Ja, hier oben bei mir. Okay. Hyperion-Technik! Pipifax! Und. Wer hat die zweite Pistole aufkommen?
Die habe ich genommen. Ah, okay. Die war etwas besser wie die Standardwaffe. Wie viel hat die? 20 Schaden. Oh, meine 15. Okay. Sollen wir tauschen? Was hab ich dann davon? Nichts, aber ich hab die Waffe. Warte, ich mach das. Ach, ich sicher so ab. Ich bin mir sicher, dass unser Claptrap-Freund uns hier noch weitere Waffen führt. Hier drin vielleicht. Jungs, es gibt hier eine Zwischensequenz. Was du für die Reise brauchst. Und man soll das verstehen. Hier ist eine Shotgun für dich. Ja. Danke. Okay, Sniper-Muni ist die längliche mit wenig Magazin drin. Alles weitere überlasse ich euch. Ich brauche also nur die Sniper-Muni. Ah, ich weiß nicht, welche. Ne, das ist nicht auch nicht meine Munition, oder? Das ist Shotgun-Muni. Also die, wie Shotgun-Muni aussieht, ist logischerweise Shotgun-Muni. Alles ja. Andere. Tag 2 auf Pandora. Sirenen ist man hier nicht gewohnt. Die Hälfte der Leute will mich verehren, die andere Hälfte will mich Hyperion ausliefern. Trotzdem, nette Abwechslung zu Kloster. Hier stechen einen die Schufte wenigstens von vorne nieder. Ich habe keinerlei Informationen über Sirenen gefunden. Was mich der Geschichte der Sirenen am nächsten gebracht hat, sind Legenden einer Alienkammer. Das bringt mich nicht viel weiter, aber immerhin ein wenig. Wenn ich diese Kammer finde, finde ich vielleicht heraus, wo zum Teufel die Sirenen herkommen. Oder ich gebe mir noch 5 Minuten die Kugel und beweise, dass Bruder Harker recht hatte. Mal sehen, wie meine Woche so wird. Ich denke, ich habe mal aufgefallen, wie süß Klapp rumspringt, damit wir mit ihm reden. So, ist hier noch irgendwas? Nee, oder? Nee. Gut. Wie gibt dich nach Lyresburg? Annehmen. Auf geht's. Säubere Berg. Alles klar, machen wir doch gerne, ne? Jo, immer. Reisen. Boah, das ist mal eine Erholung für die Ohren. Ich sag's ganz ehrlich, das ist so ein Lärm. Sei wachsam, Untertan. Auf diesem Gletscher herrscht ein Bandit namens Captain Flint, der mich ein paar Monate als Folterobjekt festgehalten hat. Wir spielten Spiele wie Weich dem Schneidbrenner aus und Fall nicht ins Säurefass. Die üblichen Spiele halt. Achtung, Leute von Pandora, hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Lyresburg eingetroffen ist, 1 Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Weit man's heil, Banditen! Ich bin irgendwo. Ha, ein Medikit! Ja. Oh, neue Pistole. Nice. 1 Million Mäuse? So. Okay, Jungs, lebt noch irgendwo was? Hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir. Sofort! Moment. Ich weiß, ich habe gerade so ein Schild gekriegt. Muss ich mal schon angucken. Schilde. Hast du oben ein Medikit? Erforderlich ist Level 3. Cool. Ah, okay. Hey, dein Style-Runde ist doch ein bisschen gut. Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ach, da müssen wir nachher eh noch hin. Haben, dass ich so etwas verdient habe. Warte mal. Sag, komm mal durch. Jo, dann sammeln wir uns um. So. So geht's auch. Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was Handsome Jack mit dir machen würde. Oh, der einzige, nice, der hier Kopfschüsse verteilt, bin ich mit meiner Sniper. Der Schuss war nice, Alter. Bullymog. Alle Hände klar. Da ist noch einer, hinterm Haus. Okay, down. Boah, ich treff gerade überhaupt nix. Nadel? Aiming Skills, par excellence bei mir. So, oh, lebt noch einer? Es ist noch nicht vorbei, du Arsch! Hey, Hammerlock! Da mein Untertan gerade deine Stadt gesehen hat,
gerettet hat. Könntest du deinem besten Freund Clapdrop einen Gefallen tun und mein Auge reparieren? Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Bleibt bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Zwergkannibalen im Brustkasten eines Fetten. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammerlock. Sir Hammerlock, Jäger, Gelehrter, Gentleman. Stets zu Diensten. Läuft. Ich kam her, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Männer setzten mich auf diesem Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Kein Thema. Eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest... Ja. Der hat so einen coolen Hut, den will ich auch haben. So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und... Einfach reinstecken. Das war's auch schon. Ich lebe! Oh je, er spricht wieder. Untertan! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte. Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammentun. Auf diesem Gletscher hier hausen nur Trottel und Mörder. Wie zum Beispiel dieser Hammerlock. Ich stehe direkt hier. Keule. Jetzt, wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Untertan! Vorwärts! Dann folgen wir dem Typen einfach mal. Furchtloser Anführer Jack nach dir. Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich schildere wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid. Ah, da bist du ja. So. Hallo, Sir. Na los, funktionier schon. Exkremente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. So, ich habe gerade schon mit dem gesprochen. Habt ihr die Quest jetzt auch? Jo, ich glaube. Also wir haben jetzt, die Stadt ist nicht groß genug, bester Handlanger aller Zeiten und nicht entdeckt eine Quest. Also wir können jetzt erstmal, die Stadt ist nicht groß genug. Weil das Zeichen von Borderlands ist immer unsere Hauptmission und dann gibt's ja noch... Was zur Hölle bist du? Ja. Reich doch nicht zurück. Willst du denn ehrlos sterben? Wo bleibt da mein Spaß? Schick dich, seine Schwester, seine Kinder, egal was sie bieten, ich biete das Fünffache. Du musst nun büßen. Der Mord an ihm wird gesühnt und ich bezahlt. Herrgott nochmal, was willst du? Nun sag einfach, was du willst. Nur, dass du dich wehrst. Ich suche Herausforderungen. Was zur Hölle bist du? Nun, das war keine. Okay, strange. Naja, würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal, müssen wir mal auf die Map gucken. Säubere Friedhof, säubere den Teich. Wir können theoretisch einfach zu dem Teich gehen, wir sind Chinesen, dann laufen wir nicht so sinnlos durch die Gegend. Geronimo! Wow, danke schön. Aus der Luft, ey. Oh, triff halt. Dong, 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 dong. Warte, da. Eine Bullimong-freie Gegend mehr. Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Lyersburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. Läuft.
Friedhof, der war glaub hinten raus. Ja, genau, ja, richtig. Ich bräuchte für meine kleine AK-Verschnitt bräuchte ich wieder ein bisschen Muni eigentlich. Ah, hier liegt nochmal, hier liegt nochmal Leben, wer Leben bräucht. Munition kann man sich im Dorf selber kaufen, da gibt's so einen kleinen. Hier liegt nochmal Leben. Automaten, da könnt ihr das holen. Ja, aber wir haben jetzt so wenig Geld, deswegen irgendwie, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ne? Genug Geld. Warte mal kurz. Barbie, fängst du an? Hier. Ja, kann ich machen. Wer will denn sterben? Nice. Die hat ganz schön Bums, die Knarre, oder? Ja, wenn sie kritisch trifft, auf jeden Fall. Achtung! Läuft! Hör auf mich zu schlagen, du Viech! So, mein Schild ist gleich aufgebraucht, ich muss mal schön in Deckung gehen. Da geht doch down. Der Krieg ist effizient. Die Bullymonks werden es sich künftig zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich so. Jedenfalls. Liegt hier noch irgendwo was vor? Ich hab schon eingesammelt, ne? Ne. Okay. Auftrag erledigt. Ja. Hoi, hoi. Was liegt hier? Oh, ein Schild. Bäm. Voll geil, ein Schild. Ich hätte noch keins. So. Ach, ein Schild. Ich dachte irgendwie so ein Straßenschild. So, Rädern. Wir kommen in eine Kanüle. Tag, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Nee, andersrum. Wenn du hier draußen überleben willst, wirst du ein besseres Schild brauchen. Style ist alles, annehmen. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Du wirst den Lift nehmen müssen. Alles klar, dann gucke ich jetzt einfach gerade mal. Wir haben nämlich eine neue. Die macht 13, die macht 18. Ja, die packe ich doch noch gleich hier dafür rein. Nein. Also hier beim Munitionsautomaten, die Munition ist echt billig. Es lohnt sich, was zu kaufen. Okay. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus. Und da können wir auch gleich gucken, welche Päckchen für welche Munis sind. Also die langen, also die ganz langen, die brauche ich für meine Assault Rifle. War mir wieder ein Vergnügen. Nichts geht über einen guten Verkauf. So. Ach, ich hab noch eine. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Ja, die 4 Dollar, die kann ich auch aus der Kanüle hier holen. So, was haben wir denn im Inventar bisher wieder? Nix, alles klar. Würde ich sagen, was machen wir jetzt direkt? Ja, benutze den Aufzug. Beschilderte Gefälligkeit, bester Handlanger aller Zeiten und du hast die. Ich hab die Haare schön. Aber ihm fehlt das gewisse Etwas. Etwas Bullymong-Fell könnte diesen Zweck erfüllen, wenn du mir das besorgen könntest. Ich würde sagen, dass wir runtergehen zu den Bullymong-Haaren. Wenn ihr auf die Map schaut, bietet sich an. Wohin? Bullymong-Haar auf. Ja, wir könnten, ja genau, könnten wir theoretisch machen. Jo. Aber das würde ich sagen, Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Was denkt ihr? Jo, klar. Ja? Alles klar. Also, Freunde, ich wünsche euch was. Und wie gesagt, gerade wegen dem Ton etc. einfach mal schreiben, ob man das gut hören kann, etc. Da müssen wir einfach noch ein paar Settings einstellen, da wir jetzt gerade hier zu dritt zocken. Und ja, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Na los, dann wollen wir mal. Hör auf, ihn mit einer Hacke zu hauen. Ich hab dich gerade zum Duell rausgefordert. Nein, hab ich nicht. Also Freunde, ich wünsche euch was. Haut rein, bis dann, ciao. Tschüss.